Und natürlich, also es ist schon ein Rollercoaster, also das muss ich schon sagen. Ja, ich glaub, die letzten Jahre und ich war in einem Angestelltenverhältnis, ja, und bin jetzt auch quasi am Sprung in die volle Selbstständigkeit und merke jetzt, dass das natürlich noch einmal mehr ein Rollercoaster ist. Aber auch wenn man ein absolut. Angestellter ist und sagt, hey, wie, wie kann man seine Ziele erreichen? Wie kommt man weiter? Wie baut man was auf? Absolut, ja. Also, aber das ist auch das, was halt Spaß macht. Also ich habe auch gewusst, ich bin nie der Typ, der jetzt sagt ich habe einen Job, der die nächsten zehn Jahre gleich bleibt, sondern dieser mhm. Rollercoaster enabelt natürlich auch Entwicklung. Mhm. Also sprich, das ist halt das Spannende, wenn man jetzt so zurückschaut, was da so passiert ist. Nur, dass wir uns verstehen, sprich wörtlich ja. Rollercoaster im Sinne von Achterbahnfahrt, Ringelspiel würden wir sagen oder irgendein Kirchtags absolut weiß absolut. Ich nicht Kirchdorfs äh, Karussell äh, damit wir da in unserer Sprache auch sprechen wie gesagt dieser Business Rollercoaster und äh, ich habe weil wir gerade jetzt auch im englischen waren auf meiner Zitatschummelliste ein bisschen geschaut und wir haben ja gesagt bei dir steht ja Business Development Leader mittlerweile in der Signatur oder in der Jobbeschreibung das heißt es geht um Geschäfts Modelle oder einfach das Geschäft weiterzuentwickeln und ich nehme da das Wort Leader raus, weil der Tim Armstrong hat gesagt: Managers manage the known, Leaders manage the unknown. Stimmt es? Absolut. Ja. Also ich habe das Zitat auch in der Vorbereitung mir angeschaut und habe fast schon gewusst, dass du das bringen wirst, weil es einfach so treffend <laughs> ist. Ja, es ist so. Ich kann es nur unterschreiben. Ja, also ich bin eher der Typ, auch von meiner Personality glaube ich. Ich mag Bestehendes gar nicht so verwalten. Also ich, ich, ich bezeichne mich auch gar nicht als den Verwalter. Ich glaube, es gibt viel, viel bessere Manager wie, wie mich. Also ich würde mir jetzt nicht als den besten Manager bezeichnen, aber diese, diese neue Themen anzugehen, kreativ zu werden, diese Vision rauszutragen, auch das Team zu motivieren. Also für mich heißt Startup auch Motivation am Ende des Tages, weil es ist so, so wie du gesagt hast, a leader manager or a leader leads the unknown. Es gibt's noch nicht. Also es, es ist etwas, was gerade gebaut wird und es gibt's vielleicht mhm. in, in zwei, drei Köpfen, die eben die Gründer sind. Und sonst hat die Vision keiner oder vielleicht hat's schon mhm. irgendwer anders auch. Aber es gibt noch kein. Man kann es nicht anschauen. Es gibt noch nichts Reales. Mhm. Mhm. Und das finde ich halt im, im Startup-Leben so so spannend. Ja. Also kann das Zitat nur nur unterstreichen. Es ist und das macht's einerseits spannend, aber das macht halt auch diesen Rollercoaster aus, weil Du entwickelst halt was und wir machen das jetzt auch mit einem Produkt und entwickeln ein Produkt. Und dann kommt halt dein User her oder dein Nutzer und sagt, das ist eigentlich, das macht keinen Nutzen zum Beispiel. Und mhm. dann bist du natürlich vom Rollercoaster, okay, jetzt haben wir da so viel Arbeit reingesteckt.